Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Lumion Legacy. Ihr seht, neben mir steht Kampunga. Ich habe mich jetzt nach ein paar von euren Kommentaren und reichlicher Überlegung dazu entschieden. Es tut mir leid, ich ditche Viech und werde Kampunga mitnehmen. Jemand von euch hat auch kommentiert, ich soll Kreital mitnehmen. Deswegen nehme ich den jetzt auch einfach mit. Dafür kommt dann Feuer aus meinem Team raus. Und mir wurde auch geschrieben, ich soll Gumpod mitnehmen, aber einen besseren suchen. Und ich zeige euch mal, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ihr seht, ich habe hier drei Gumpods. Gumpods sind recht selten. Das sind die drei Gumpods, die ich gestern noch gefangen habe. Die sind alle schlechter als mein Gumpod, den ich hatte. Deswegen kann ich die alle nicht mitnehmen. Normalerweise hätte ich die gelöscht, aber ich wollte euch einfach nur was zeigen. Hier auch mit den Kreitals. Das sind die Kreitals, die ich gestern noch gefangen habe. Und die lösche ich normalerweise alle. Hier sind noch zwei weitere Gumpods, sehe ich gerade. Okay, lol. Pack die dann doch mal hier hin. So. So und so. Dann seht ihr meine Kreitals und die Gumpods. Und die werde ich jetzt alle löschen. Weil die sind alle schlechter als mein Gumpod, der sich inzwischen auch schon entwickelt hat zu einem Ventakion. Oder wie man das auch mal aussprechen soll. Und der hat jetzt ein richtig geiles Moveset bekommen. Erstens, der hat Sleetshot bekommen, wodurch er richtig, richtig praktisch ist. Weil jetzt habe ich eine Eisattacke. Dann hat er eine starke Wasserattacke, die Gegner auch noch verbrennen kann. Und er hat auch noch eine physische Wasserattacke. Also der hat ein ziemlich gutes Moveset. Ziemlich stark ist er inzwischen geworden nach meinem Training. Die hier werde ich jetzt alle rauswerfen. Ich habe sie einfach nur da gelassen, damit ich euch zeigen kann, dass ich tatsächlich auch ziemlich viel farme währenddessen und versuche, die besten Lumions zu kriegen, die ich kriegen kann. Und bei den Kreitals hier kann man sich drum streiten. Es gab ein paar Kreitals, die hatten ziemlich gute Stats, aber dann halt in anderen Bereichen. Und ich habe mich dann doch entschieden, ich bleibe bei dem, den ich habe. Weil der, den ich habe, der hat sehr viel Energie und Health. Er hat nicht so viel ATK und Defense. Und ich hatte einen anderen Kreital, der hat richtig viel Spezial- und physische ATK gehabt. Was ja ziemlich gut dazu passt, dass der einfach ein Angriffslumion ist. Mit der Volcanic-Fähigkeit, die seinen Angriffen doppelt so viel Schaden gibt, wenn sie Feuerattacken sind. Aber er dann die nächste Attacke aussetzen muss. Aber das Lumion, das ich hatte, das so viel Angriff hatte, hatte genau diese Fähigkeit nicht. Und dementsprechend hat mir das dann auch nichts gebracht, weil dann wäre der ja trotzdem schwächer als mein jetziger. Also kommen die jetzt auch alle weg hier. Und dann kommen wir jetzt zu dem jungen Hüpfer hier. Ich habe den hier in der Höhle, in der wir in der letzten Folge waren, gefunden. Hab nachgeschaut, der ist ziemlich selten. Also das ist ein ziemlich seltenes Lumion, deswegen behalte ich das erstmal. Aber die Stats gefallen mir nicht so sehr. Er hat zwar relativ gute Stats eigentlich, sogar ziemlich viel Speed dafür, dass er ein Lumion ist, das eher weniger Speed hat. Also das gleicht sich ziemlich gut aus. Ich glaube, es ist ein ziemlich starkes Lumion. Aber trotzdem sind die Base-Stats aufsummiert gar nicht mal so gut wie die mancher anderen Lumions. Also falls ich denen doch mal eine Chance geben soll, dann sagt sie mir Bescheid, dann trainiere ich den hoch. Aber aktuell habe ich das Gefühl, der ist gar nicht so krass, wie er aussieht. Vor allem die Attacken, die er hat, sind auch nicht so gut. Ich habe auch auf dem Wiki geguckt und er kriegt auch gar nicht so viele krasse Attacken. Also mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Pagoda, um das nächste Corrupted Lumion zu finden. Beziehungsweise um die Tafel zu finden oder was auch immer. Aber es wird wahrscheinlich wieder ein Corrupted Lumion sein, welches im Bann des Tafelsteins war. Den wir irgendwie mit unserer Smartwatch beamen können. Keine Ahnung warum. Aber da laufen wir jetzt erstmal hin. Und mir ist ja aufgefallen, wir kämpfen aktuell sehr viel gegen Feuer. Und gerade weil wir gegen Feuer kämpfen, ist es so gut, dass wir jetzt endlich ein Wasser-Lumion haben. Und zwar die Weiterentwicklung von Gumpod. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Das nicht nur ein Wasser-Lumion ist, sondern auch noch Eisattacken hat. Das ist so praktisch. Ich denke, wir sind jetzt ziemlich gut aufgestellt. Oh, und noch eine Sache habe ich ganz vergessen. Ich habe Shoshi gefangen in Rainbow. Und diesmal nicht schwach, sondern gut. Ich habe jetzt ein starkes Shoshi. Also jetzt nicht mega stark, aber trotzdem ein stark genuges Shoshi in Rainbow. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, was Rainbow bedeutet. Rainbow Lumion, zumindest dieser Shoshi, hat die Attacke Rainbow Blast und die hat 100 Stärke. Das ist einfach eine richtig starke Attacke, mehr ist es nicht. Die kann ich euch ja mal zeigen, weil die sieht richtig beeindruckend aus. Komm, wir nehmen Shoshi mal rein für den nächsten Kampf und dann werden wir ein armes Lumion einfach mal wegklatschen. Giglo. Okay, Giglo. Du bekommst jetzt einen Rainbow Blast ab. Das ist praktisch wie so ein Hyperstrahl. So, bam! Und er ist weg. Er ist einfach weg. Das ist so krass. Das ist so krass. Es gefällt mir sehr. Oh, cool. Rainbow Shot. Ah, die wollen schon wieder traden oder was? Keine Ahnung. Man kann in diesem Spiel schon mal traden, aber irgendwo will ich das Spiel ganz normal durchspielen. Komm, ich rüste hier nochmal meinen Gumpod aus. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal was richtig Cooles. Und zwar diese Trainerin hier. Diese Trainerin hier ist der Schlüssel zu schnellem Leveln. Weil man kann die einfach jederzeit ansprechen und kann den Kampf mit ihr nochmal von vorne beginnen. Und das bringt richtig viel Erfahrungspunkte. Die hat ja diese zwei Weiterentwicklungen von den Kokunen. Lumions, einmal Cinemorph, mache ich einfach mit dem Sleet Shock weg, was richtig effektiv ist, weil es halt doppelte Effektivität hat. Und jetzt kriege ich, ich zeig's dir, 420 Experience für eine Attacke, die ich gemacht habe.
Und danach kommt einfach das nächste Lumion. Kabunga ist jetzt Level 25. Bis jetzt schickt sie Terrafly raus. Ich werde natürlich nicht wechseln. Gegen Terrafly habe ich nur eine einfache Effektivität. Aber ich habe meine Lumions schon so hochgelevelt an ihr. An den Level 14er Lumions habe ich meine Lumions schon fast auf Level 30 hochgelevelt. Guck mal, wie viel Experience mir das bringt. Hier auf die Experience-Leiste. Und bam! So viel. Obwohl das Ding halb so viele Level hat wie ich. Und man kann die so oft ansprechen, wie man will. Man kann der XP farmen. Man kann dort Geld farmen. Das ist einfach der Weg, um in diesem Spiel zu farmen. Nicht gegen wilde Lumions kämpfen, sondern gegen sie zu kämpfen. Auf Route 1 gab es auch einen Trainer, den man immer wieder neu ansprechen konnte. Aber der hatte so schwache Lumions, da hat sich das nicht wirklich gelohnt. Aber bei ihr lohnt sich das wirklich. Also bis Stufe 30 kann man eigentlich alle seine Lumions hier sehr gut trainieren. Also falls ihr irgendwo in dem Bereich, in dem ich bin, so Stufe 10 bis 30 festhängt, nicht wirklich mit dem Leveln vorankommt, sprecht die Trainerin da hinten an. Und macht die so oft fertig, wie ihr wollt. Ich gehe jetzt über die Brücke rüber. Endlich bin ich auf der anderen Seite der Brücke. So, hier habe ich mich nicht rübergewagt beim privaten Trainieren. Und das da hinten wird wahrscheinlich die Pagoda sein, der Tempel. Ah, ich laufe einfach außen rum. Kein hohes Gras für dich. Oh, hier ist schon wieder Wasser. Ah, ich würde gerne wissen, was da hinten ist. Ich hoffe, ich kann irgendwann Surfer oder sowas lernen. Da hinten stehen wieder drei Mönche. Die werden das Ding da wahrscheinlich bewachen. Und hier geht's zu Hiver Village. Da gucken wir erstmal rein. Weil wenn es da ein Lumion Center gibt, dann wäre das perfekt. Oh Gott, das ist ja eine Festung. Hier komme ich nicht vorbei, oder? Doch, ich komme vorbei. Wer bist du? Das da vorne ist Hiver Village. Vor vielen Jahrhunderten wurde dieses Dorf in der Mitte eines Sees gebaut, um sich vor den Kriegszeiten zu schützen. Aber es ist ziemlich friedlich heutzutage. Okay. Also das ist auch eine Beeindruckung. Wenn das auch viele Jahrhunderte alt ist, das sieht so richtig fresh aus und noch gar nicht verfallen und so. Nice auf jeden Fall. Da hinten geht's zur Route 6, okay. Und da vorne ist ein Lumion Center. Perfekt. Brauche ich jetzt nicht, aber es ist gut zu wissen, dass hier das nächste Lumion Center ist. Dann muss ich nicht wieder diesen ganzen Weg zurücklaufen, den ich die letzte Woche so oft gelaufen bin. Einmal hier heilen, auch wenn es, glaube ich, gar nicht zum Heilen gibt. Ja. Von dir kaufe ich mir natürlich dann nochmal ein paar Discs, weil ich habe jetzt noch 17.000 hier, aber ich hätte jetzt locker schon mit meinem ganzen Training 50.000 gehabt, aber ich habe auch immer sehr viele von diesen Discs gekauft. Kaufen wir nochmal ein paar. Weil die Capture Discs, die gehen auch ziemlich schnell aus, wenn man so viele Lumions fängt wie ich und dann wieder wegschmeißt, so wie ich. Das ist wirklich ein cooles Dorf. So, und links vom Hiver Village haben wir hier die Pagoda. Und denen geht's gut. Die haben keine komischen Augen. Bleib stehen, junger Reisender. Du musst der junge Trainer sein, von dem Akio gesprochen hat. Wenn ich die Entscheidung hätte, würde ich dich nicht auf unseren heiligen Boden lassen. Aber wir befinden uns in einer sehr verzweifelten Lage. Bevor ich dir erlaube, da hochzugehen, muss ich dich warnen. Es liegen viele Gefahren auf dem Weg. Einige unserer Mönche sind immer noch von der Dunkelheit betroffen. Wir befürchten, dass wenn wir nicht schnell handeln, dass wir einige einzigartige Artefakte für immer verlieren werden. Wir vermuten auch, dass Ikazun vor Ort ist. Sei sehr vorsichtig und versuche es nicht zu verärgern. Ein junger Trainer wie du wird seiner Kraft wahrscheinlich nicht widerstehen können. Und bedenke immer, das ist heiliger Boden, auf dem du wandelst. Okay, heiliger Boden. Heiliger Boden. Heilige Blumen. Oh, da kann ich nicht rauflaufen. Schade. Heilige Blumen. So. Da kommen wir nicht durch. Diese Pieksiegen-Barrieren blockieren den Weg. Es scheint keinen Weg durchzugeben. Okay, sowas hatten wir doch auch auf Route 1 oder 2? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, auf Route 1 hatten wir auch sowas. Da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann die Zerschneider-App oder so. Und dann ist hier der Tempel. Und Ikazune ist also ein Ancient Lumion. Genauso wie das, was ich gefunden habe. Das war auch Ancient. Also altertümlich, habe ich eben übersetzt. Ach, guck mal, da sind die Typen. Ich kann eigentlich aus außen rumlaufen, ne? Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Ich kann einfach an denen vorbeilaufen außen hier. Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl? Okay, ich laufe hier so. Aber wie aktiviere ich den Fahrstuhl? Ach, hier sind so Knöpfe. Es ist ein großer, glänzender Knopf. Möchtest du ihn drücken? Ja! Yeah. Ah, ich muss alle Knöpfe drücken. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Nein! Ey! Ich war noch gar nicht in deinem Weg. Die sind so schlau. Na gut, dann kämpfe ich doch mit denen. Ein korrumpierter Mönch möchte kämpfen. Oh, er hat einen Gunpot. Dann zeige ich dir mal meinen Gunpot. Aber Gunpot gegen Gunpot ist nicht so stark. Ich würde... Oh, ich hätte jetzt Kabunga nehmen können. Wir machen Gunpot gegen Gunpot. Geysir! Nicht sehr effektiv. Sonst wäre er tot gewesen. Sleetshot, auch nicht sehr effektiv. Hat aber schon heftig Schaden gemacht. Heftig, heftig. Geysir. Und weg ist er. Oh nein, dein Gunpot ist es tot. Ey, und ich bin Level 28. Er schickt Dripple. Nee, ich werde nicht wechseln. Ist in Ordnung. Schick dein Dripple. Schon komisch, dass du jetzt auf einmal Wasserlumions rausholst, aber ich werde dein Dripple eingeisieren.
Oh, sein Drip ist Level 18, sehe ich gerade erst. Er nutzt Mind's Eye, das bringt dir jetzt gar nichts, weil in der nächsten Runde bist du kaputt. Und nochmal weg ist er. Was ich jetzt doch gerne mit meinem Gunpot hätte, wäre eine Attacke, die irgendwie Lebensraub hat. Dann wäre ich praktisch unbesiegbar. Zumindest solange meine Gegner weiterhin schwach bleiben. Alle Dinge müssen seine Ordnung haben. Drück auf Dripples Knopf vor dem von Viehwein. Okay, die brauchen auch eine richtige Ordnung. Hey, wie konntest du mich denn jetzt schon wieder sehen? Ah, okay, komm, dann kämpfen wir auch mit dir. So, und du bist jetzt Typ Feuer. Oh, das ist natürlich jetzt ganz kritisch, mein Freund. Das ist ganz kritisch. Weil wenn ich jetzt mache, dann bist du tot. Ne, so. Und du bist tot. Das bedeutet, du wirst jetzt wahrscheinlich auch hier Feuer als Lumion haben, oder? Ambit, ja, genau. Ja, Ambit ist dann auch tot. Ja, tut mir echt leid, Ambit. Aber du wirst jetzt einmal wegge... Das war's. Super effektiv. Und Cephalon ist Level 29 und möchte provozieren lernen. Ich glaube, die Attacke braucht er nicht. Wir gucken mal nach. Aggravate the opponent. They will become too angry to support moves for 3 turns. Achso, die machen dann alles, was sie wollen. Das bringt mir natürlich nichts gegen KI-Gegner, weil KI-Gegner sowieso das machen, was sie wollen. Aber halt gegen normale Spieler kann das was bringen. Aber die Attacke brauche ich nicht. Grrr. Ja, würde ich auch sagen. Alle Dinge müssen seine Ordnung haben. Bitte drück nicht Ambits-Button vor oder nach dem von Dripple. Okay, also wir drücken erst den von Dripple, dann den von ihmchen hier, dann den von Ambit. Und entweder den von Viehwein als letztes oder als erstes. Wir haben den jetzt als erstes gedrückt. Wir machen einmal. Ja, ich möchte drücken. Habe ich doch gewusst. Du bist Licht. Das bedeutet, egal, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Wenn ich jetzt aber den Knopf da drücke, wird der mich angreifen mit einem Pflanzen-Lumion. Und Pflanze ist effektiv gegen Dings, aber meine Motte ist effektiv gegen Pflanze. Deswegen werde ich Motte rausholen, wenn du mich jetzt angreifen solltest. So, und wir haben es alles richtig gemacht. Das ist die Reihe. That didn't work? Und ich werde angegriffen von einem Twillert, okay. Wie wäre es mit Nein? Ich kann nicht fliehen? Okay, dann werde ich dich halt wegmachen. Meinetwegen. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dir. Du wirst dann Pflanzen-Lumien haben. So. Ich werde von einem korrumpierten Mönch angegriffen. Mit einem Kabunga. Tja, weißt du, was sehr effektiv gegen Kabunga ist? Mystic Breeze. Sogar so effektiv, dass es dich one-hitten wird. Und weg ist er. Oh, das ist Level 30. Ach, wie schön. Und da kommt das Viech. Und jetzt kommt das Viech weg. So, alter Mönch, du sagst mir jetzt, was seine Ordnung haben soll, ja? Oh, Cryer möchte Fire Slam lernen. Das klingt gut. Fire Slam klingt sehr gut, das gefällt mir. Das würde ich dann anstelle von Slash nehmen. Slash macht zwar mehr Schaden, aber verbrennt die Gegner nicht. Also, jo. Okay, was hat seine Ordnung? Wann soll ich den Viehwein-Button drücken? Den Viehwein-Button als allerletztes, okay. Ah, ich habe Viehwein und Dings verwechselt, okay. Dripple muss ich vor Viehwein drücken. Das bedeutet, als letztes Viehwein, als vorletztes Dripple, davor dann den hier und als allererstes den von Ambit. Okay, wir drücken erstmal auf den von Ambit. Dann gehen wir zu dem Button hier. Ich habe die Namen verwechselt, es tut mir leid. So, dann den von Dripple, weil Dripple soll vor Viehwein gedrückt werden. Und als letztes soll ich den Button von Viehwein drücken. Also drücke ich ihn und jetzt haben wir es. Tada, da sind die Treppen. Das ist ein lustiges Rätsel. Ui, das sieht doch hübsch aus. Ich werde mit Cephalon kämpfen, weil Cephalon hat die Spare-Attacke. Ah ne, bringt mir gar nichts, weil korrumpierte Lumions kann ich eh nicht einfangen. Also werde ich... Was ist stark gegen Ancient? Okay, ich würde mal vermuten Licht. Das bedeutet, Horst, du bist wieder dran. Ey! Okay, er möchte kämpfen. Ikazune, Level 18. Es sieht kräftiger aus als andere Lumions. Oh, sieht auch ziemlich cool aus in dem Winkel. Ja, aber ich werde dich jetzt wegmachen. Mit einem Laster-Loot. Bam. Oh, der hat das überlebt. Krass. Oh, der hat mich paralysiert. Was fällt dir ein? Ikazune, was willst du? Okay, jetzt nochmal Laster-Loot, wenn es hilft. Er hat mich ein zweites Mal angegriffen. Okay, Ikazune ist sehr schnell. Das gefällt mir. Vielleicht will ich Ikazune fangen. Aber ich habe ihn jetzt besiegt. Motto ist Level 30. Kabunga Level 26. Das gefällt mir. Und Ikazune, oh, kriegt jetzt eine hübschere Farbe. Eigentlich gefiel mir die Farbe vorher auch sehr gut. Ikazune kann jetzt in der Wildnis gefunden werden. Und hier ist der Stein. Ach, wie schön. Hey, Champ. Na, hast du das Teil von dem Stein gefunden? Exzellent. Du hast es schon wieder geschafft. Was ist das? Wie bitte? Du hast herausgefunden, dass Menschen von diesem Ding auch befallen werden können? Hm, das ist ziemlich beunruhigend. Vielleicht schickst du mir das nicht. Egal, schick's mir rüber. Ich schaue es mir dann genauer an. Mit Abstand. Okay, ich schick's dir rüber. In die Cloud hochgeladen. Fantastisch. Ich werde mir den Stein gleich angucken. Und jetzt, wo du den Stein aus dieser Umgebung entfernt hast, kann ich auch mit der Suche nach dem nächsten Teil anfangen. Das Signal
zu tracken wird aber noch ein wenig dauern. Also könntest du ja, keine Ahnung, in die nächste Battle Arena gehen und da einfach mal deine Zeit vertreiben. Die befindet sich nämlich in Hyver Village und ich glaube, deine Mutter würde es lieben, dich mal wieder im Fernsehen zu sehen. Sie ist nämlich ziemlich famegeil, weißt du? Und es wäre eine gute Gelegenheit, deine Lumiens zu trainieren, weil, guck dir mal die Muskeln an, also, skippst du Leg Day oder was? Wie auch immer, wenn auch Menschen von diesem Stein befallen werden können, dann wissen wir auf jeden Fall, dass uns noch einige Gefahr erwartet. Ich bin da mal weg. Viel Spaß. Tschüss. Okay, Papa. Kein Problem. Ich will hier durch. Ich will da runter. Ich will hier runter. Ich will hier rausspringen. Die Katsune hat sich auch umgebracht. Ist ja auch rausgesprungen. Gehen wir wieder runter. Und ich glaube, ich bin ziemlich overleveled aktuell. Guck mal, die ganzen Mönche sind weg. Den letzten konnte ich gar nicht angreifen. Meinetwegen. Gehen wir weiter. Komm, dann gehen wir runter. Also ist der nächste Step die Battle Arena. Und irgendwo habe ich das Gefühl, je mehr Steine ich zu meinem Vater schicke, desto wahrscheinlicher ist es, dass der vielleicht irgendwann korrumpiert wird. Das wäre ziemlich lustig. Ich bin hier übrigens fertig, Dude, ja? Schönen heiligen Boden hattest du da übrigens. Dann gehen wir in das Dorf. Guck mal, die sehen so interessant aus. Aber erstmal ins Lumion Center. So, und ich vermute, dass wir hier in der Battle Arena gegen Feuer-Lumions kämpfen müssen. Weil zumindest sah der Arenameister, auf den wir ja schon gestoßen sind, sehr nach Feuer-Lumions aus. Er kam uns ja in der Höhle da unten zu Hilfe. Beziehungsweise er kam zu spät, aber naja, ist ja auch egal. Und die Arena sieht auch sehr nach Feuer aus. Also bin ich sehr froh, jetzt hier ein Wasser-Lumion dabei zu haben, das mir dann hoffentlich helfen wird. Und das werden wir dann auch im nächsten Part machen. Wobei ich jetzt schon zu overleveled bin. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon viel zu overleveled dafür, weil ich diese Trainer-Level-Methode gefunden habe. Aber ich werde weiterhin versuchen, neue Lumions zu finden. Wenn ihr nicht zufrieden seid mit meinem aktuellen Team, schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr der Meinung seid, ich sollte irgendein anderes Lumion noch ins Team aufnehmen oder eins rauswerfen. Bei Sylphalon bin ich mir noch nicht so sicher, aber ist halt mein einziges Flug-Lumion. Ich habe auch noch Pip. Pip gefällt mir auch, aber irgendwo hat er mich mit der Zeit dann irgendwann nicht mehr so überzeugt. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!